Ja, hallo Daria, Hi. schön, dass es geklappt hat. Stell dich doch mal bitte den Zuschauerinnen vor. Ja, mein Name ist Daria Großheide und ich bin die Flötistin vom Nachtigallenensemble. Und das Nachtigallenensemble ist ja ein Kölner Ensemble, ist auch Mitglied des ZAMUS. Was kannst du uns über das Nachtigallenensemble erzählen? Ah, das Nachtigallenensemble, das hat sich so zusammengefunden über die Jahre. Und jetzt haben wir eine Konstellation, da ist der Michael Borgstede dabei mit dem Cembalo und der Stefan Kolm mit Barockgitarre und demnächst auch mit romantischer Gitarre und Laute. Und die Elisabeth Wand spielt Cello. Und unser Star ist natürlich die Theresa Nellis, Sopran hier aus Köln. Und die ist ganz breit gefächert von ihren Gesangsmöglichkeiten. Also die macht alte Musik, aber eben auch im Bereich Jazz und neue Musik. Was also hat man viele Möglichkeiten. Genau, das passt total gut. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, erstmal noch in einer etwas anderen Besetzung Sänger zu begleiten. Und jetzt sind wir in der Besetzung, wo wir gesagt haben, wow, das ist einfach, es passt so mega gut. Und so wollen wir jetzt fest zusammenspielen. Schön. Das heißt, Nachtigallen kommt dann wahrscheinlich vom Gesang oder ist es? Nee, wir hatten ein Programm zusammengestellt, schon vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so. Frau Nellis und die Nachtigall. Und da kam auch schon ganz viel Musik von Georg Friedrich Händel drin vor. Die berühmte Nachtigallen-Arie, Sweet Bird zum Beispiel und andere Stücke. Und da hatten wir ein Programm gestrickt, ganz um ja, die Nachtigall in der Musik und das Verhältnis zwischen Flöte und Gesang und Nachtigall. Da gibt es ganz viele Stücke, die das aufgreifen. Und dann haben wir dieses Programm auch noch umgearbeitet als Kinderprogramm. Und dann haben wir uns immer nur noch die Nachtigallen genannt und haben gesagt, okay, dann sind wir wohl das Nachtigallen-Ensemble. Genau, Ja, ist schön. das. So kann eine Namensfindung auch Ja. dann passieren. Dieses Jahr steht ja das ZAMUS Early Music Festival unter dem Thema Spiele. Wie habt ihr euch denn auf das Programm, was ihr im Festival spielen werdet, vorbereitet? Oder wie habt ihr das Programm ausgesucht? Wir spielen ja schon eine ganze Weile Musik von Händel und finden die ganz toll. Und dann, das, was ich so spannend finde, sind ja immer die Geschichten, die hinter der Musik stehen. Also das ganze Umfeld zu ermitteln. Wie hat denn dieser Komponist eigentlich gelebt? Wie ist es denn dazu gekommen? Mit wem war der zusammen? Wohin ist der gereist? Wie war das denn damals? Also diese ganze geschichtliche Forschung und Gucken, auch gesellschaftsgeschichtlich, wo stand denn die Musik und wie ist die entstanden, das gehört für mich ganz wesentlich dazu. Und natürlich, wenn man über Händel liest, dann kommt man nicht drum rum, auch festzustellen, dass er ein leidenschaftlicher Esser war. Und ich habe einmal per Zufall in der Buchhandlung ein Buch gefunden von der Marianne Reisinger. Das hieß Zu Tisch bei Georg Friedrich Händel, ich fresse einen Kapaun. Das fand ich irgendwie sehr witzig und habe da ganz viele Anekdoten drin gefunden und Anregungen. Dachte, Mensch, das muss man doch den Leuten irgendwie auch mal erzählen, weil das ist auch ein Aspekt, der den Komponisten Händel einfach auch uns menschlicher und näher bringt. Ja. Das ist ja auch eine Seite, die man gar nicht so unbedingt kennt. Ich meine, Händel ist ja auch viel gereist, viel um die Welt gekommen für diese Zeit. Ein ziemlicher Globetrotter gewesen. Absolut wichtiger Aspekt auch, ne? Ja, Klar. total. Und ja, gerade die Seite eines Komponisten, was ist ein Komponist? Was steht da so jeden Tag auf dem Tisch? Oder Wie waren das überhaupt früher so? Was hatten die Leute überhaupt gegessen? Gab es da Pläne? Und ja, es gab Pläne. Und was für welche? Das ist echt spannend. ja. Und gerade dadurch, was du gerade sagtest, dass Händel viel gereist ist, also hat er die Küche kennengelernt in Italien und in Deutschland und in England und auch in Frankreich. Und weil er das eben auch sehr intensiv und leidenschaftlich betrieben hat, das Essen, hat ihn das auch beschäftigt. Und ja, es macht einen ganz wesentlichen Teil aus. Und es hat auch mit seiner Stimmung zu tun gehabt, nicht? Ja, in den Rezepten, die du mir im Vorfeld geschickt hast aus Ja. diesem Buch, gibt es dann auch verschiedene Schokoladenvariationen oder auch ganz exotische Sachen wie Kapaun, also Hähnchen gefüllt mit Austern. Und auch sehr interessant, du hattest mir von den Schokoladen erzählt, diese Frühstücksschokoladen. Ja. Also ich denke, der Alkoholpegel bei Händel war eigentlich von morgens an ziemlich hoch. Als normales Tagesgetränk hat er so Portwein. Und morgens die Frühstücksschokolade fing also auch schon an. Die rührte man an damals mit Rotwein.
und Eiern am besten, also sehr gehaltvoll. Aha. Und das fand ich schon mal auch spannend. Ja. Kann man ja mal ausprobieren zu Hause. Ja. Was wird denn das Publikum beim Konzert erwarten? Ihr habt mehrere Stücke aus verschiedenen Regionen Händels quasi, also ihr habt so ein bisschen die Mottos Händel in Italien. Wir sind ja, ja nicht nur in Italien, also wir sind ja zeitlich relativ beschränkt in diesem Konzert. Das heißt, wir können nur kleine Ausschnitte spielen von Stücken, die wir ansonsten in anderen Programmen in voller Länge spielen. Und es soll so ein bisschen Appetit machen auf mehr Musik von Händel und mehr Geschichten von Händel. Und wir machen praktisch eine Reise und vollziehen nach Händel als Europäer, wie er erstmal nach Italien reiste. Da werden wir auch erzählen, was da gegessen wurde, was er da so erlebt hat, aber auch die Musik spielen. Mit Pensieri Notturni di Figli haben wir da eine wunderschöne Kantate. Dann gehen wir nachher und werden Händel auf Spanisch hören. Mhm. Fand ich ganz besonders, auch in einer ganz besonderen Besetzung, nur mit Gitarre und Cello besetzt als Begleitung. Dann werden wir Händel auch im Lateinischen hören, also auf Lateinisch in der Kirche und mit englischen Texten. Wir werden Händel auch rein instrumental erleben, in Flötensonate und Cembalo-Solo, also ganz viele Aspekte, unterschiedliche, um ihn mal zu beleuchten und zu zeigen, ja, was er alles so gemacht hat. Und natürlich nachher auch bei der Kur, als es ihm dann nicht mehr so gut ging. Ja, jetzt haben wir natürlich eine ganz spannende Kooperation noch während dieses Konzertes oder beziehungsweise an diesem Konzerttag, an dem Sonntag, dem 21.05. Und zwar wird ja die KIST, die Kölner Hochschule für Design, sich mit beim Konzert beteiligen, und zwar durch ein Bühnenbild, was der Kurs Stage Design im Ventana extra für dieses Festival und das Konzert anfertigen wird. Und zusätzlich wird es für das Publikum auch noch die Möglichkeit geben, von dieser KIST selbst designte oder gekochte Snacks zu genießen, die sich natürlich auch höchstwahrscheinlich auf dieses Kochbuch, was du entdeckt hast, stützen werden. Ja, sehr spannend, finde ich super. Ja, was glaubst du, wird diese Kooperation? Also ich war überrascht. Ich hatte das im Vorfeld ja jetzt noch nicht eingeplant. Das kam von Zamos und ich bin da sehr neugierig drauf. Und wir sind sowieso, Thema ist ja Spiel. Und ich denke, wir können uns da ganz spielerisch mal drauf einlassen, was da passieren kann. Ja, das glaube ich. Lassen wir mal was passieren. Genau, das wird was passieren. Was ist denn für dich so besonders am Zentrum für alte Musik in Köln? Zentrum für alte Musik ist eine Möglichkeit, dass wir Musiker der freien Szene der alten Musik uns treffen und austauschen. Dass eine Art Gemeinschaft entstehen kann. Und es ist natürlich auch für uns eine Stimme für die Politik. Das heißt, wir können uns zusammensammeln, gruppieren. Wir haben ja sonst keine Gewerkschaften. Wir können hier Workshops machen, wir können hier proben, wir können Konzerte auf die Beine stellen, wir können versuchen, das weiterzugeben, was uns beschäftigt, was uns Spaß macht. Mhm. Und das finde ich super. Ich bin sehr froh und dankbar, hier Mitglied sein zu dürfen. Und ich denke, es ist was ganz Einmaliges in Deutschland. Ein fester Bestandteil des ZAMOS ist ja auch das jährliche Festival, das Early Music Festival. Mhm. Dieses Jahr unter dem Thema Spiele. Wie ist da für dich die Verbindung zwischen Musik und Spielen? Finde ich ein super spannendes Thema. Spiel hat ganz viel mit Musik zu tun. Und ich denke, Spiel ist die Freiheit, sich in bestimmten Regeln frei zu bewegen. Also das ist so, wie wenn ich Ball spiele und ich werfe einen Ball zu und der andere muss reagieren. Und in der Musik übertragen ist das natürlich so, ob ich jetzt meinem Kollegen, ob ich spontan etwas leise spiele oder lauter, ob ich schneller werde oder langsamer, ob ich, ja, wie ich die Stimmung beeinflusse, das kann ich in dem Moment machen und ich warte auf die Reaktion. Also das Unerwartete spielt eine wichtige Rolle und das macht es spannend und gibt dem Leichtigkeit. Ja. Das ist ein Aspekt des Spiels. Ein anderer ist, dass wir Musiker natürlich auch Rollen einnehmen können. Wir können so sein, spielerisch, wie wir sonst vielleicht nicht im Alltag sind. Das erfordert auch die Musik. Wenn ich jetzt eine Sonate habe und die gibt mir bestimmte Charaktere vor, ob traurig oder fröhlich oder
wütend, alles ist erlaubt. Mhm. Und das muss ich in dem Moment widerspiegeln und mit meinen Gefühlen und mit meiner Technik einbringen. Also es geht immer um Musiksprache, es geht um Geschichte erzählen. Mhm. Das ist sowieso für mich das Zentrum der Musik überhaupt, Geschichten zu erzählen, ja, mit der Musik. Und ein dritter Aspekt wäre noch, wenn man einen Gegenstand ist von verschiedenen Seiten beleuchtet und rumdreht, so wie Kinder spielen, wenn die sich ein Objekt angucken. Das heißt, wir können in der Musik ein Thema vorwärts, rückwärts spielen, wir können es umdrehen und wir können es auch in einen anderen Kontext stellen und dann beleuchten. Also das empfinde ich auch als Spiel, mhm, in der Musik. Schön gesagt, dieses Beleuchten aus verschiedenen Richtungen und diese, wie gehe ich an etwas heran und was möchte ich darstellen in der Musik, wird sicher ein ganz spannender Faktor für... Und die Freude am Spiel, mhm, und die Leichtigkeit, die da drin steckt. Weil man kann am Ende sagen, okay, und jetzt machen wir es nochmal. Oder ja, also ist, wie man manchmal bei Mozart hat, nicht, dass ich... oder auch bei ganz vielen Komponisten, es baut sich irgendeine Spannung auf, eine emotionale, und dann kommt puff, ja, und weg. Ja. Und das finde ich fantastisch. Ich bin auch sehr darauf gespannt, wie die verschiedensten Ensembles beim Festival diesen Punkt beleuchten und ihr ganz persönliches Spiel mit in das Thema oder mit in ihr Programm reinbringen. Ja. Genau, was du sagtest, auch dieses Facettenreiche. Wir haben fröhliche Musik, wir haben vielleicht düstere Musik, wir haben ganz verschiedene Herangehensweisen. Und alles irgendwie kombiniert mit diesem Thema Spiel, was ja dem Menschen sehr, sehr inne liegt, das wird sicher ein ganz spannender, ja, spannender Zyklus dieses Festivals dieses Jahr 2023. Ja, finde ich super. Wir uns auch. Daria, danke für das Gespräch. Nochmal ganz kurz zum Ende. Wann und wo können wir dich mit dem Nachtigallen-Ensemble beim Zahmus Early Music Festival erleben? Ja, wir spielen am Sonntag, dem 21. Mai, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Ventana. Neben Musik und vielleicht der ein oder anderen kulinarischen Spezialität erwartet das Publikum ja auch ein Quiz. Wie können sich die Zuschauer das vorstellen? Ja, die Zuschauer werden sehr gut aufpassen müssen, was wir so erzählen. Also so einfach zwischendrin mit dem Handy spielen wird da nicht sein. Und wenn die gut aufgepasst haben, was wir für interessante Dinge erzählen, dann werden sie das Quiz auch beantworten können und ganz viel gelernt haben über Georg Friedrich Händel und seine Vorlieben. Wird es denn einen Gewinn geben? Soweit ich weiß, wird es ein Zertifikat geben. Oh, okay. Ja, aber vielleicht gibt es auch einen Gewinn. Ich weiß nicht, ich könnte mir da so einiges vorstellen. Aber das ist. Können wir uns auch, das schauen wir da mal, wie es sich in der Probenarbeit entwickeln genau, wird. Genau, ja, das improvisieren wir dann. Sehr schön. Genau.